Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In diesem Jahr ist alles anders. Die Kirchenbänke sind leer. Wir können nicht zusammenkommen. So laden wir Sie ein, zu Hause mit uns gemeinsam zu beten und zu singen. Wir laden Sie ein, des Leidens und Sterben unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus zu gedenken. Er hat den Tod am Kreuz erlitten, damit wir Vergebung unserer Schuld erlangen und Frieden haben mit Gott. Christus ist unsere Hoffnung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beten miteinander den 22. Psalm, den auch Jesus am Kreuz gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, reichst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schaden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Triste, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Triste, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Wir werden nun den Weg Jesu mitgehen, ihn uns vergegenwärtigen. Dazu helfen uns die Fenster und Altarbilder des wohl ersten evangelischen Kreuzwegs von Charles Kohle aus der Kreuzkirche in Wernigerode. Verschwendung, die Salbung. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl, und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von unverfälschter, kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn die Nacht verriet. Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus, lass sie, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses.
Denn arm habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Eine große Kostbarkeit. Welchen Preis mag Maria wohl dafür bezahlt haben? Egal, das, was kostbar schien, verliert seine Bedeutung angesichts des Kostbareren. Jesus alleine zählt, ihm gibt sie alles hin. Gott, hilf mir zu erkennen, was wirklich zählt. Hilf mir, dass ich Belangloses belanglos sein lassen kann. Amen. Der Herr macht sich zum Knecht der Knechte. Dienen statt Befehlen, handeln aus Liebe, denn sie ist es, die wirklich zählt. Gott, hilf mir, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Schenke mir deine Liebe, damit ich anderen dienen kann. Du edles Gesicht, Amor.
Nachdem Jesus dies gesagt hatte, war er sehr erschüttert und bestätigte: Ja, es ist wahr, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich fragend an und rätselten, wen er meinte. Ganz nah bei Jesus hatte der Jünger seinen Platz, den Jesus am meisten liebte. Petrus winkte ihn zur Seite und sagte: Frag du ihn, wen er meint. Da beugte der Jünger sich zu Jesus hinüber und fragte leise: Herr, wer von uns ist es? Jesus antwortete ihm: Es ist der, dem ich das Brot geben werde, das ich jetzt in die Schüssel eintauche. Darauf tauchte er das Brot ein und gab es Judas, den Sohn des Simon Iskariot. Von diesem Augenblick an hatte Satan den Judas ganz in seiner Gewalt. Beeil dich, Judas, erledige bald, was du tun willst, forderte Jesus ihn auf. Keiner von den anderen am Tisch verstand, was Jesus mit diesen Worten meinte. Manche dachten, Jesus hätte Judas hinausgeschickt, um alles Nötige für das Fest einzukaufen oder den Armen etwas zu geben. Denn Judas verwaltete das Geld Jesu und seiner Jünger. Nachdem Judas das Brot genommen hatte, eilte er hinaus in die Nacht. Ein letztes Mal zusammenessen. Innige Gemeinschaft. Alle sind an einem Tisch. Auch der, der ein Übles will. Gott, hilf mir, großzügig zu sein, auch gegenüber dem, der mir ein Übles will. Traurigkeit und Angst überfielen Jesus, und er sagte zu ihnen: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, so erspare mir diese schwere Stunde und bewahre mich vor diesem Leiden. Dir ist alles möglich. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus. Simon, rief er, schläfst du? Kannst du denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wacht und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt nur das Beste. Aus eigener Kraft könnt ihr es aber nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg und bat Gott mit den gleichen Worten um Hilfe. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen, und sie wussten vor Müdigkeit nicht, was sie Jesus sagen sollten. Als er zum dritten Mal zu ihnen zurückkehrte, rief er: Ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Genug jetzt, die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Allein in der schwersten Stunde. Die Freunde sind da und doch unendlich fern. Von allen verlassen, im Ringen mit Gott.
ist da. Sein Wille geschieht. Gott, schenke mir wache Augen für andere. Hilf mir, für sie da zu sein, wenn sie mich brauchen. Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes hatten sie geschickt. Judas hatte mit ihnen vereinbart: Der Mann, den ich küssen werde, der ist es, den müsst ihr festnehmen. Er ging auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Meister. Dann küsste er ihn. Sofort packten die bewaffneten Männer Jesus und nahmen ihn fest. Aber einer von den Männern, die bei Jesus waren, wollte das verhindern. Er zog sein Schwert, schlug auf einen der Diener des hohen Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Jesus fragte die Leute, die ihn festgenommen hatten: Bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr euch mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet habt, um mich zu verhaften? Jeden Tag habe ich öffentlich im Tempel gesprochen. Warum habt ihr mich nicht dort festgenommen? Aber auch dies geschieht, damit sich die Vorhersagen der Heiligen Schrift erfüllen. Entsetzt verließen ihn alle Jünger und flohen. Verraten und verkauft. Euch lässt dich mit einem Kuss. Wehrlos abgeführt wie ein Verbrecher. Und dann von allen verlassen. Gott, hilf mir, aufrichtig zu sein und nicht falsche Dinge vorzuspielen. Amen. Verleugnung. Petrus war immer noch unten im Hof. Eine Dienerin des hohen Priesters sah ihn am Feuer sitzen und sagte: Du gehörst doch auch zu diesem Jesus von Nazareth. Doch Petrus behauptete: Ich weiß nicht, wovon du redest. Schnell ging er hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn. Aber auch hier erkannte ihn die Dienerin und sagte vor allen Leuten: Dies ist auch einer von denen, die bei Jesus waren. Wieder bestritt Petrus es heftig. Doch nach einer Weile sagten auch die Umstehenden: Natürlich gehörst du zu seinen Freunden. Du kommst doch auch aus Galiläa. Da rief Petrus: Ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht, von dem ihr da redet. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus fielen die Worte ein, die Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Da fing Petrus an zu weinen. Aufgepasst! Ganz schnell hängt man damit drin. Lieber vorsichtig sein. Ich kenne diesen Menschen nicht. Gott, hilf mir, zu meinen Überzeugungen zu stehen, auch wenn mir Nachteile drohen. Amen. Ist mir viel Gutes getan.
Soldaten packten Jesus und führten ihn aus Jerusalem hinaus. Sein Kreuz musste er selber tragen, vom Richtplatz bis hin zur Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt dieser Ort Golgatha. Dort schlugen sie ihn ans Kreuz. Rechts und links von ihm wurden zwei andere Männer gekreuzigt. Pilatus ließ ein Schild an das Kreuz Jesu nageln, auf dem die Worte standen: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Die Stelle, an der Jesus gekreuzigt worden war, lag nahe bei der Stadt. Und so lasen viele Juden diese Inschrift, die in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst war. Da kamen die hohen Priester zu Pilatus und verlangten von ihm: Lass das ändern. Es darf nicht heißen, der König der Juden, sondern er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus aber weigerte sich: Es bleibt genauso stehen, wie ich es geschrieben habe. Als die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf, sodass jeder der vier Soldaten etwas davon bekam. Das Untergewand war in einem Stück gewebt, ohne jede Naht. Deshalb beschlossen sie: Dieses Untergewand wollen wir nicht aufteilen. Wir werden darum losen. Damit sollte dich die Vorhersage der Heiligen Schrift erfüllen. Meine Kleider haben sie unter sich aufgeteilt und um mein Gewand gelost. Genauso geschah es auch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hängt er, der Heilsbringer, verachtet, verspottet, der Willkür preisgegeben. Die Sonne verfinstert sich, die Welt steht still. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz bricht. Wenn dein Haupt wird erblassen, im letzten Todesstoß. Fassungslosigkeit. Unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, außerdem Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr die Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu den Jüngern sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Er sagte: Ich habe Durst. Damit sollte dich die Vorhersage der Heiligen Schrift erfüllen. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Hyssopstengel und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Als Jesus davon getrunken hatte, rief er: Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Das alles geschah am Tag vor dem Passafest, damit die Toten nicht an diesem hohen Feiertag am Kreuz hängen blieben. Gingen die führenden Männer der Juden zu Pilatus und baten ihn, er solle den Gekreuzigten die Beine brechen und sie vom Kreuz abnehmen lassen. Pilatus schickte Soldaten und sie brachen den beiden mit Jesus gekreuzigten Verbrechern die Beine. Als sie zu Jesus kamen, stellten sie fest, dass er bereits tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Aber einer der Soldaten stieß ihm eine Lanze in die Seite. Sofort flossen Blut und Wasser aus der Wunde.
Dies alles bezeugt ein Mann, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Sein Bericht ist zuverlässig und wahr. Ihm könnt ihr glauben. Auch das ist geschehen, damit das Wort der Heiligen Schrift in Erfüllung geht. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Ebenso erfüllte sich die andere Voraussage. Sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Fassungslos stehen wir vor Jesu Leiden. Fassungslos mit Maria und Johannes. Fassungslos stehen wir vor allem menschlichen Leiden. Und doch ahnen wir, die Gottverlassenheit hat ein Ende. Du, Gott, bist bei uns auch in unseren Leiden. Gott, sei du bei uns, wenn wir leiden. Lass uns deine Nähe spüren. Amen. Geschehen war, bat Josef aus Arimathea um die Erlaubnis, den toten Jesus vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Er glaubte insgeheim an Jesus, doch hatte er das bisher aus Angst vor den Juden verschwiegen. Pilatus erlaubte es ihm, und so ging er zum Kreuz und nahm den Leichnam ab. Auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Mit diesen wohlriechenden Salbölen wickelten sie den Leichnam Jesu in Leinentücher ein. So war es beim Begräbnis von Juden üblich. In der Nähe der Hinrichtungsstätte lag ein Garten. Dort gab es ein in den Fels gehauenes, noch nicht benutztes Grab. In dieses nahegelegene Grab legten sie Jesus, denn sie hatten es eilig, weil bald der Sabbat begann. Aus, außen vorbei, alle Träume ausgeträumt, das Böse triumphiert, endgültig. Gott, hilf mir die Hoffnung, auch dann noch zu behalten, wenn es scheinbar keine Hoffnung mehr gibt. Amen. Verdrängung, die Versiegelung des Grabes. Am nächsten Tag, es war der Sabbat, kamen die hohen Priester und Pharisäer zu Pilatus und sagten: Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer einmal behauptet hat, 3 Tage nach meinem Tode werde ich auferweckt werden. Lass uns darum das Grab bis zum 3. Tag bewachen. Sonst stehlen seine Jünger noch den Leichnam und erzählen jedem, Jesus sei von den Toten auferstanden. Das aber wäre ein noch größerer Betrug. Ich will euch eine Wache geben, antwortete Pilatus. Tut, was ihr für richtig haltet und sichert das Grab. Da versiegelten sie den Stein und stellten Wachposten auf.
Gibt es doch noch Hoffnung? Warum muss das Grab versiegelt werden? Angst mischt sich in den Triumph. Hat die Endgültigkeit doch ein Ende? Rettung. So ist Jesus auch zu den Geistern in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft der Befreiung zu verkünden. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Keine Tiefe ist so tief, dass du, Gott, sie nicht erreichst. Selbst im Tod bist du noch da. Gott, hilf mir, dir zu vertrauen, auch wenn Leid und Tod mich bedrängen. Epilog. Wir blicken Karfreitag auf den Gekreuzigten. Wir blicken fassungslos auf sein Leid und auf alles menschliche Leiden. Charles Grodel hat dazu auf der Rückseite des Altars noch ein Gegenbild hinzugefügt, das für uns normalerweise nicht zu sehen ist. Wir schauen durch den Altar auf Gott und Gott sieht von der anderen Seite auf uns. Auf seine Gemeinde. Gott schaut auf den Walfisch, auf das Zeichen des Jona. Der Walfisch gibt seine Beute nach 3 Tagen wieder preis. Der Tod und das Leid haben nicht das letzte Wort. Ihre Macht ist begrenzt. Gott schaut auf die Arche. Noah und seine Familie waren in ihr geborgen. In all unserem Leiden, in allen Stürmen sind wir in Gottes Arche, sind wir geborgen bei ihm. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und unserer Wunden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihn sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war.
wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Als sichtbares Zeichen dessen, dass Jesus von Nazareth als unser Gott vor uns am Kreuz gelitten hat, lasst uns das Kreuz verehren. Lasst uns gemeinsam rufen: Dein Kreuz, o Herr, verehren wir, und deine heilige Auferstehung preisen und rühmen wir. Denn siehe, durch das Holz des Kreuzes kam Freude in alle Welt. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und erbarme sich unser. Dein Kreuz, o Herr, verehren wir, und deine heilige Auferstehung preisen und rühmen wir. Denn siehe, durch das Holz des Kreuzes kam Freude in alle Welt. Danke für das Kreuz, dort hast du den Preis bezahlt, für die Sünde und die Schuld, aus Liebe und aus Gnade wunderbar. Danke für die Liebe, die durch Botten Hände her reinigst mich mit deinem Blut. Ich weiß es nun, du vergibst und nimmst mich an. Gott, wenn du uns dunkle Wege führst, dann lass uns daran denken,
dass du in deinem Sohn den allerdunkelsten Pfad betreten hast. Lass uns wissen, dass wir niemals tiefer fallen können, als bis zu dir hinab. Schenke uns diese Gewissheit, sei bei allen, die in dieser Zeit Angst haben vor dem, was kommen mag. Lass alle Kranken deine Nähe spüren und schenke Heilung oder Linderung. Gib denen, die vor anderem Einsatz sind, Kraft und Mut für ihre schwere Aufgabe. Sei denen nahe, wir meine lieben Menschen trauen. Gott, auf dich vertrauen wir. Du bist da, auch im Leiden. Amen. Und es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.